Hallöchen Leute, ich wollte euch mal einen Teil zeigen. Ich nehme den Teil jetzt nochmal neu auf. Ich erkläre euch im Laufe des Videos noch einiges. Ich habe hier so einen Teil. Das ist von Pearl. Ist ein Bluetooth-Empfänger mit Klinkenbuchse. Dazu wird geliefert ein Klinkenadapter. Den kann man hier reinstecken und das Teil dann in einen AUX-Anschluss von anderen Geräten. Das habe ich als Tester bekommen, vergünstigt. Ich weiß nicht den Originalpreis, aber ich habe es ein bisschen vergünstigt bekommen, deswegen habe ich es gemacht. Und habe auch schon eine Rezension geschrieben, die habe ich jetzt auch schon mal wieder geändert, weil ich habe einige Sachen rausgefunden dazu. Denn es gab hier ein paar Probleme dazu. Warum habe ich dieses Ding jetzt hier gekauft? Und, ja, habe ich ja gesagt, wegen dem Test, aber auch, weil ich meinen Lieblingskopfhörer, ich habe hier einen ziemlich guten Kopfhörer, der ist nicht schlecht, auch mal per Bluetooth mal anbinden möchte. Oder für eine Stereoanlage, wenn ich da mal Bluetooth reinmachen möchte, geht das auch. Allerdings brauche ich dann von Klinkenbuchse auf Cinch-Kabel. Ich habe mir aber auch so gedacht, diesen kleinen Adapter kann man ja auch gut in irgendein Radio einbauen. Zum Beispiel in das Röhrenradio. Ist ja auch nicht verkehrt. Kann man ja auch einbauen. Gibt es auch andere Lösungen zu. Das Ding hat Stereo. Die Übertragungsqualität ist okay, sag ich mal so. Also bis 18 Kilohertz ist okay. Das reicht auch aus. Ist jetzt nicht HiFi, aber passt. Und soll haben eigentlich laut Beschreibung 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Wie gesagt, hab nur bis 16 bis 18 Kilohertz rausgekriegt. Hat einen 85 mAh Akku, der bis zu 4 Stunden spielen soll, womit es funktionieren soll. Was ich im ersten Test nicht hingekriegt habe, da ging das gerade mal so 50 Minuten. Nachdem ich hier gestern versucht habe, das Video zu machen, was extrem lang geworden ist, weiß ich auch warum. Ich erkläre euch das jetzt hier mal in aller Kürze, was wirklich war. Das Gehäuse ist einfach nur Plastik zusammengesteckt, eine Micro-USB-Buchse zum Aufladen. Und da kommen wir schon zu den ersten Sachen. Wenn ich den Akku lade, leuchtet hier eine rote LED und wird irgendwann blau. Und normal denkt der Mensch, denkt sich, ach, wenn das Ding blau ist, ist aufgeladen. Wenn ich das Ding mit dem Handy koppel, zeigt er mir dann aber nur so zwischen 10 und 30% an, weil der Akku ist nicht voll. Weil der Akku wird noch weiter geladen, wenn hier die blaue LED leuchtet. Ich mache jetzt das Ding nochmal auf. Dann können wir uns das nochmal angucken, denn es gibt einige kleine Schwachstellen an dieser ganzen Konstruktion. Ich habe auch das Mikroskop schon an, das können wir dann gleich mal gucken. So, da ist der Akku. Die Lötstellen sind jetzt nicht sehr sauber. Aber ich gehe jetzt mal auf das Mikroskop. Ja, die Lötstellen nicht beachten. Gucken wir uns erstmal den Micro-USB an. Mal gucken, nochmal Licht an hier. Die Lötstellen nach unten sind okay, aber die Lötstellen hier an der Seite, und da sehe ich schon was. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist aber irgendwie von vorher. Die Lötstellen hier an der Seite. Da und da sind nicht besonders gut. Ich kann es nochmal von unten zeigen. Also die Lötstelle hier, die sieht sehr grisselig aus. Die ist nicht richtig verlaufen. Die Lötstelle könnte auch besser sein. Da ist eine richtige Kuhle drin. Das Ding ist so fragil, ich habe das schon beim Reinstecken gemerkt, dass das sehr fragil ist. Das wird nicht lange halten, der wird rausreißen.
Das hätte besser gelötet sein können. Man hätte eine andere Buchse nehmen können, die ein bisschen mehr Metall hier an der Seite hat, dass das ein bisschen mehr gelötet ist, damit es ein bisschen stabiler ist. Gut, Akku jetzt mal ein bisschen ignorieren hier, weil das habe ich gestern gemacht. Und angebunden ist das Ding mit dem Minus, direkt auf dem Minus hier hinten, über den Gehäuse und den Minusanschluss. Und Plus geht hier über einen Widerstand auf eine Durchkonvertierung und dann irgendwo nach hinten hin. Und nochmal auf die Diode, auf einen weiteren Widerstand von 33 Ohm, glaube ich, auf Plus. Dieses ganze Ding kommuniziert gar nicht mit dem Akku. Der Akku selber hat eine kleine Platine. Ich habe das Ding gestern laufen lassen. Ich weiß jetzt nicht die Spannung, wie jetzt die Spannung hier ist. Ich habe das extra aufgeschnitten. Ich messe das mal schnell. Sag euch gleich, wie viel das sind. Hat gesagt, ist jetzt leer. Sitzt jetzt bei 3,4 Volt. Ich schalte das Ding nochmal ein. Verbinde ich nochmal mit dem Handy. Ist jetzt verbunden und ich gucke nochmal wegen Akkuanzeige. Also Akkuanzeige. Kriegen wir das hier über das Mikroskop hin. Da oben wird da oben am Display so angezeigt. Ich kann das aber noch mal anders anzeigen. Akkustand 10%. Ich schätze mal, wenn ich jetzt noch mal den Dings messe, noch ist er an, dass er noch ein Stückchen runtergegangen ist. 3,4, also ich denke mal, der schaltet frühzeitig ab. Aber bleibt ja nicht nichts aus. Hier ist eine Platine, die macht die Ladung und die Entladungsgeschichte. Also muss ich hier bloß noch mal ja, zumachen. Also der lädt den Akku und entlädt den. Also die Platine ist dafür zuständig. Wenn ich hier den USB reinstecke, geht da ständig Strom rein, unabhängig was hier die LEDs sagen, ob rot oder grün. Blau geht, rot oder blau. Blau geht schon an bei etwa 3,8 Volt. Da ist der Akku aber noch lange nicht geladen, dann ist der etwa bei 30, 40% und lädt noch weiter. Das ist eine Schwachstelle von dem Teil. Man weiß nie, wann der geladen ist. Und der Ladestrombetrug, kann ich jetzt nochmal schnell ranmachen. Ich steck mal kurz ran. Ich habe hier den. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Etwa 28 Milliampere. Der Akku soll haben 85 Milliampere. Das heißt, ich nehme mal kurz den Rechner. Wo habe ich den denn? Durch 28. Ja, etwa 3 bis 4 Stunden, weil der Strom wird ja auch noch geringer. Also er braucht ungefähr, bis er vollgeladen ist, 3 bis 4 Stunden. Und das zeigt dieses Teil halt nicht direkt an. Und der Akku wird auch gar nicht vollgeladen, weil ich habe hier mal gemessen, ich habe den Akku abgelötet gehabt, das sieht man ja. Ich habe gemessen, wie viel Spannung kommt denn hier nach der Diode und dem Widerstand hier hinten noch raus. Das waren 4,01 Volt. Also der Akku wird immer nur so auf circa 90% geladen. Der wird gar nicht auf 100% vollgeladen. Und ich habe ihn gestern mal auf 4,2 Volt hochgeladen. Er hat auch abgeschalten danach. Ich hatte auf 4,35 gestellt. Hat irgendwann abgeschalten und der Akku war bei 4,15. Also 4,2 Volt wird er abgeschalten. Ist okay. Passt. Wird nicht überladen.
Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Und damit hat er am Kopfhörer wirklich fast exakt genau 3,5 Stunden gespielt. Die Akkuanzeige war nach den ersten 5 bis 10 Minuten schon auf circa 80% runter. Und dann ging das immer weiter. Nach 2,5 Stunden ungefähr war der noch bei 30%. Dann irgendwann nur noch 10% und blieb die ganze Zeit bei 10%. Und irgendwann sagte er dann aus. So. Das ist die Sache an diesem Stick. Sonst ist das Ding ganz gut. Kann ich nicht großartig rummeckern. Es sind eben nur die Schwachstellen. Akkuanzeige über das Teil bringt gar nichts. Der Akku wird hier von der kleinen Platine gesteuert. Die kommuniziert gar nicht mit der Platine selber. Man kann das Ding mit USB betreiben. Auch nicht das Problem. Darum 5 Volt rein und lass laufen das Ding. Ja, geht ja auch andersrum über den. Nochmal das Mikroskop. Die Spannung geht. Geht nicht zurück. Die Spannung geht dann darüber. Ja, USB. USB über Dings. Über den Pad. Und über Akku geht das nicht zurück, weil die LED, die Diode sperrt, die geht nicht zurück. Dann geht die Spannung. Kondensator und Minus auf den Pin. Das IC selber ist das YC1166. Ein ganz einfaches IC, bisschen wie auch immer. Naja, jedenfalls für den vergünstigten Preis ist das okay. Für den Originalpreis ist das Gerät nee, nicht wirklich was. Also kann ich nicht empfehlen, verlinke ich auch nicht. Ist auch direkt bei Pearl. Von dem Akku her, wie gesagt, der braucht ewig lange, bis der geladen ist. Also 3, 4 Stunden braucht er auf alle Fälle. Das Ding zeigt das nicht an. Der kommuniziert nicht mit dem Akku. USB könnte ein bisschen besser sein. Und ich habe den Test gemacht. In aller Kürze jetzt hier mal machen. Es ist schön klein. Man kann das gut in Geräte einbauen. Es ist halt nur ein Empfänger, kein Sender. Wollte ich euch mal zeigen, dass man auch sowas kaufen kann. Oder, ach, wisst ihr was? Ich verlinke das Ding einfach unten. Wer sowas haben möchte, kann das ja mal gucken. Ich glaube, es war nicht teuer. 8, 9 Euro oder was das war. Muss ich noch mal gucken, was das genau waren. Ich verlinke das Ding einfach mal. Ich werde das Ding jetzt hier wieder erstmal zusammenbauen. Das kann so bleiben. Das ist egal. Ich weiß aber, was damit ist. Und dann ist gut. Und dann werde ich das Ding laden. Und dann ist gut. Das ist nämlich nicht so verkehrt, weil ab und zu habe ich auch mal irgendwo ein Radio. Im Garten zum Beispiel habe ich ein Radio, da hat einen AUX-Eingang. Dann kann ich auch mal kurz das Handy mit anschließen und darüber Musik laufen lassen. Das ist gar nicht verkehrt. So in der Art. Ich verlinke euch das einfach mal. Ich glaube, das waren nur ein paar Euro. Und dann ist gut. Vom Test her, ja. Jetzt weiß ich auch, warum das hier mir bei mir nie richtig die Akkuanzeige gemacht hat mit 100%. Ich habe den ja nie mehr als 30% gekriegt. Klar. Wenn man das Ding hier reinsteckt zum Laden, passt hier die, jetzt ist die USB-Buchse nicht richtig.
Wenn man das Ding hier reinsteckt zum Laden und der wird dann grün, blau, und denkt, das Ding ist voll, ist klar. Kann ja gar nicht voll sein, weil der Akku braucht eben seine Zeit. Der kommuniziert halt nicht und dann ist gut. Ja, weiß ich aber Bescheid. Habe ich schon angegeben bei Amazon. Ich verlinke euch das Ding. Und dann danke ich euch fürs Zugucken und dann sehen wir uns mit einem anderen Test wieder. Ich habe da noch was anderes getestet. Oder beziehungsweise ich bin da noch am Test bei und dann sage ich euch oder zeige ich euch, was das ist. Das Ding ist gar nicht mal so schlecht, was ich da habe. Ich glaube, das habe ich mal in einem Video gesagt. Wer meinen Kanal verfolgt, müsste jetzt wissen, was ich meine. Und dann zeige ich euch das mal. Ist gar nicht so verkehrt, ist gar nicht so schlecht. Zum Beispiel kann man schon mal sagen, ja, das ist das Automatic Gain Control. Das spinnt auch ein bisschen rum. Ja, so wie ich das jetzt hier sehe. Ja, mal gucken. Aber es ist gar nicht mal so schlecht. Kann ich jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich glaube, der ein oder andere wüsste jetzt schon, was ich da habe. Ist auch egal. Naja, aber da komme ich zu. Ja, Livestream machen ist das gar nicht so verkehrt. Da kann man das gut benutzen. Wenn das so gut ist, wie ich mir das denke, dann ist das gar nicht so schlecht. Aber da komme ich dann später zu. Aber gut, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.